Let's go. So slash the tour board. Wieder, warum wir bei The Voice euch Talente nennen. Ich kann nicht mehr. Das ist so gut. Das ist so geil. Das ist für mich wie so ein fertiger Act. Ihr beide zusammen. Ey, ihr müsst zusammen Mucke machen. So. Das muss weitergehen. Oder? Wirklich. Cool. Ist so. Ist geplant. Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Heute ist meine Tochter zu mir gekommen und ich habe gesagt, ey, hast du Lust, mir so ein Instrument zu spielen? Und sie hat gesagt, ich will Bass lernen. Und ich habe gedacht, also gerade habe ich gedacht, jetzt verstehe ich genau, was sie meint. Nadine, du bist einfach extrem cool und Bass ist cool, ihr seid cool, das ganze Ding ist cool. Ich will eigentlich nur sagen, unglaubliche Performance, wir sind so gesegnet. Dankeschön. Das ist absolut meine Musik. Ihr beide habt so eine natürliche Harmonie. Du am Bass, Nadine und Marlon am Klavier, ihr funktioniert beide so unglaublich gut. Ich habe mich total gut unterhalten gefühlt und bewundere, wie ihr da euch gegenseitig ergänzt habt. Großes Kompliment. Das war einfach ein Uhrwerk. Das hat einfach wunderbar harmoniert und das haben wir direkt gemerkt. Und ich für meinen Teil möchte einfach noch mal ganz kurz an der Stelle sagen, dass ich auch unheimlich froh darüber bin, dass ich die Chance bekommen habe, das machen zu dürfen, weil gerade ich als blinde Person möchte, wie ich schon mal gesagt habe, ein Zeichen setzen. Ein Zeichen dafür, dass man die Berührungsängste gar nicht nötig hat. Barrieren werden gerade in der Musik zerschmettert. Und das ist das ausschlaggebende Argument. Danke dafür. Ja, Mann. Und wir sind unglaublich
dankbar dafür, dass ihr hierher gekommen seid. Vielen Dank dafür. Das macht's für Mark jetzt nicht leichter. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Wen nimmst du mit in die Sing-Offs? Ey Leute, wirklich, ihr zwei, ihr seid in diesem Jahr wirklich mein ganzer Stolz hier bei den Battles. Und ich bin froh, dass ich euch kennenlernen durfte und bin froh, dass ich euch zusammengeführt habe. Marlon, du bist irgendwie so eine überschäumende Sprudelflasche voll mit Talent. Ja. So. Und aus dir sprudelt die ganze Zeit so ein Talentsprudel. Und Nadine, bei den Blinds, ich habe mich umgedreht, weil du ein geiles Bass-Solo gespielt hast. Und ich weiß nicht, was passiert ist, aber es ist irgendwie so ein Schalter bei dir umgeklappt, dass da auf einmal nicht nur eine geile Bassistin steht, sondern auch eine krasse Soul-Sängerin. Ich bin echt am Arsch jetzt. So, ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Ich weiß es nicht. Ey, es ist krass gerade. Ich weiß es nicht, was ich machen soll. Ich gehe mit Marlon. Marlon, du bist in den Sieger! Thank you! Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich hoffe, du bist nicht grün. Ja? Thank you! So sieht ein Sieg aus! Komm her, Bruder! Ich wusste, dass das eine geile Session wird, auf jeden Fall. Ab in die Sing-Offs. Und ich verspreche euch, es wird geil.